So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World. Und heute spielen wir die Map Projekt 366 Tagessieger. Das ist eine Map, die sehr lange geladen hat. Ich weiß jetzt leider nicht, wie lange, aber sie hat saulange, weil Sichtweite 5. So, wir haben jetzt die Renderdistanz schnell auf 5 gestellt. Und ihr fragt euch bestimmt, ja, warum gab es jetzt keine Videos? Erstens, ich habe ein Praktikum gehabt in München. Da war ich halt jetzt die Woche nicht da und deswegen gab von meinerseits kein Video. Ich hab's nicht geschafft, irgendwie ein Video zu machen oder so. Und ja, der Mattis, das weiß ich nicht. Ich habe ihm geschrieben, dass ich diese Woche keine Videos hochladen kann, aber ich weiß nicht, was er machen will. Auf jeden Fall gibt es einen Livestream am Mittwoch auf Donnerstag, und zwar von Mattis aus seiner Sicht aus, und zwar ein 24-Stunden-Stream. Da bin ich teilweise auch dabei, und ja, das ist schon mal ganz nice, würde ich sagen. So, wir gehen einfach mal in die erste Map sozusagen, weil da sind ja einfach alle Maps integriert, die es hier gemacht wurden. Und hier stehen auch immer die Erbauer und so, wann das war. Und das ist, Station 1, würde ich sagen. Ist jetzt noch nicht das Schwierigste, finde ich. Also, ich muss echt sagen, ich habe zurzeit eher so ein FIFA-Fetisch gehabt. Fetisch, was heißt Fetisch? Also, ich habe mehr FIFA gezockt im Moment. Ich bin ja am Freitag zurückgekommen. Hatte Samstag ein Spiel, das haben wir dann auch 4-0 gewonnen. Und dann habe ich eine Karriere gemacht, und so mit Everton. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen komisch. Everton? Warum Everton? Ich weiß nicht, ich fand die Mannschaft eigentlich ganz cool. Habe Lukaku auch im ersten Jahr direkt verkauft. Sage ich jetzt schon mal, das ist ja eigentlich ja nicht so klug, aber ich bin halt so ein FIFA-Spieler, der nicht wirklich so auf bullige Spieler spielt, sondern eher kleine, flinke, schnelle Spieler. Oh, und an die Map kann ich mich erinnern. Die Map ist cool. Aber wie? Das muss doch übelst anstrengend gewesen sein, hier das alles nachzubauen, oder? Also auf jeden Fall Props an die Leute, die das gemacht haben. Denn das ist ein Mordsaufwand. So, und schon sind wir in der dritten. Also die letzte Map, die fand ich mega nice, weil das einfach die Map mit dem Internet ist oder so. Also ich habe die selber nicht, selber gezockt, aber nicht hochgeladen. Es hat, irgendein YouTuber hat das hochgeladen, ich weiß leider nicht mehr welcher. Sonst würde ich es sagen. Ich weiß nicht, war das easy? Nee, es war noch nicht easy, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, die Map war so geil, die habe ich dann auch gespielt. Ich fand die echt mega nice. War ich ein bisschen HG. Wer HG nicht weiß, das ist Supen. Wer Supen nicht weiß, das ist es gibt eine, ich weiß nicht, ist es eine Modifikation einfach von Supen, also von Suppen. Die können dich dann immer je nach Server hochheilen. Auf Timolis sind es, glaube ich, nur 2 Herzen. Auf HG oder halt auf den meisten Sub-Servern oder HG-Servern sind es 3 Herzen. Und man fightet halt und dann muss man halt relativ viel hot gehen. Was sehr anspruchsvoll ist, wenn man es nicht so oft macht wie ich. Das versuche ich gerade ein bisschen zu lernen, sage ich mal. Ich bin nicht alleine und versuche das zu lernen. Ich mache das meistens mit Luca. Mit ihm habe ich angefangen. Also wir haben erst auf Timolio beide ein Soup-Kit erstellt. Und dann haben wir Soup-PvP gegeneinander gespielt. Er ist, ich muss sagen, besser als ich. Ich bin auch zurzeit echt raus aus Games generell. Also im Moment bin ich echt raus. Ich habe nämlich, oh Gott, auch FIFA gab es anscheinend ein Update oder so. Also klar, die Winter-Upgrades oder Downgrades,
Klar, die habe ich mitgekriegt. Die feiere ich auch manche. Manche verstehe ich nicht, wie bei Pepe Reina zum Beispiel. Der hat eigentlich ganz gut gehalten, hat trotzdem Downgrade bekommen. Bisschen unverdient, meiner Meinung nach. Aber was soll's? Habe ich eine Frage. Vielleicht mache ich dann eine Umfrage. Und zwar zu dem Thema Trainerkarriere. Nee, mit AS Rom gefällt mir im Moment nicht. Also ich habe nicht die Motivation, mit der zu spielen. Einfach, weil es da nicht das war ja eine. Wann haben wir die gestartet? Vor paar Monaten, da war FIFA relativ neu noch. Da haben wir die dann schon gestartet. Also da würde ich halt gerne vielleicht eine neue Karriere starten mit dem Upgrade. Oh, ich schaffe den Sprung nicht. Mit dem Upgrades. Bin ratlos. Ich weiß nicht, welche Mannschaft ich nehmen soll. Also mir gefällt gerade die Everton-Karre, die würde ich jetzt auch einfach weiter zocken, bis halt irgendwie ich ein Team mit nur Nachwuchsspielern oder Regens oder so habe. Ja, also könnt ihr mir mal in die Kommentare oder generell halt einfach mal mir, also einfach mal in die Kommentare schreiben oder ja doch, einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr eine neue Karriere sehen wollt. Ich werde auch noch mal eine Abstimmung machen für die Leute, die einfach zu faul sind, einen Kommentar zu schreiben. Also ich werde die Saison mit AS Rom zu Ende machen. Ich werde wahrscheinlich die meisten Sachen einfach simulieren und ja, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr auch ein bisschen Foot sehen. Also vielleicht ein bisschen Weekend League oder so. Also die Foot Champions. Weil die sind auch immer relativ nice. Also ich habe die noch nie gezockt, muss ich sagen. Ich fühle mich, also ich hatte meistens entweder keine Zeit oder ich hatte nicht die Teilnahmebedingungen. Hier gibt es jetzt eine Escape the Room Map, die ich wahrscheinlich schon gezockt habe. Okay, ich habe einen Checkpoint. Ah, okay. Ja, okay, die Escape the Map. Escape the Room Map ist anspruchsvoll. Sehr, sehr cool. Ah, aber da kennt der. Ich kenne die Tricks so langsam. Genau. Map Secret. Ja, nice. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich töten, genau. Ich will jetzt nicht rein eigentlich. Ich gehe da jetzt aber rein. Zack, da haben wir es geschafft. Und die Map kennen wir doch auch schon. Oder noch. Das war die ganz große Map. Boah, das Haus ist richtig krass gebaut. Oder das auch. Das ist echt krass gebaut. Ich habe zwar auch ein krasses Haus, finde ich jetzt. Also ich will nicht selbst loben, aber ich fand das Haus echt krass. Und ja, deswegen. Oh, wir haben es geschafft. Nicht jetzt irgendwie haten oder so, aber ich fand es richtig geil. Und ja, ich fand das hier auch und die Map auch ganz geil. Und dann würde ich sagen, was ist für die Folge? Lasst doch mal eine Bewertung da ein. Aber wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und sonst würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.